Sehr geehrte Gäste, mein Name ist Kai-Jürg Mittendorf von der Mittendorf Gastronomie. Und es ist kaum fassbar, aber es ist wahr. Auch in diesem Jahr mussten wir Corona-bedingt das Gänse- und Entenessen am kommenden Wochenende absagen und stornieren. Für alle Gäste, die sich aber auf einen leckeren Gänsebraten am Wochenende gefreut haben, bieten wir an, so einen Karton bei uns im Haus abzuholen. Und darin verbergen sich leckere Zutaten. Und wir haben leckeren Gänsebraten für Sie zubereitet. Und wie Sie diesen zu Hause finishen können, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Und vorab aber erstmal präsentieren, was wir für Sie zubereitet haben. Und zwar ist dies jetzt beispielsweise dieser Karton für zwei Personen. Darin finden Sie eine leckere Kräutercremesuppe. Dann haben wir hier den Gänsebraten. Wir haben Klöße mit Semmelbröseln. Die Soße, schön Apfelrotkraut dazu. Zum Dessert haben wir eine Orangencreme mit Beerenmark. Und das Allerwichtigste in diesen schwierigen Zeiten, weil man es ja sonst auch gar nicht mehr ertragen kann, eine Flasche Rotwein. Und wie Sie diese vorbereiteten Speisen von uns zu Hause finishen können und auf den Teller und auf den Tisch bringen, das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Ja, liebe Gäste, Sie brauchen einfach nur die vakuumierten Speisen, die Soße, den Rotkohl und die Suppe in leicht siedendes Wasser legen. Kann nichts passieren, kann nicht auslaufen, sollte nicht ganz doll kochen, aber Sie können auf Ihrem Herd einfach die Temperatur einstellen, dass es so leicht siedet. Die Klöße tun Sie einfach in leicht gesalzenes Wasser und da gilt das Gleiche, leicht köcheln lassen. Es ist ganz einfach zu erkennen, wenn die Klöße oben schwimmen, sind sie fertig und Sie können das Wasser ausstellen. Mit dem Gänsebraten ist es genauso einfach. Wir haben Ihnen hier so ein bisschen einen Apfel-Zwiebelschmalz mitgeliefert, welches Sie unter die Gans tun mit einem Löffel aus diesem Schälchen. Das gibt nochmal ein schönes Aroma und lässt die Gans auch hinterher schön saftig sein. Dann können Sie die Gans einfach nehmen, aus dem Vakuumbeutel nehmen, auf Ihr Backblech zu Hause legen und ich empfehle einfach noch so einen kleinen, 3 Esslöffel vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mehr, mit Wasser angießen, damit von unten das Fleisch schön saftig bleibt. Dieses vorbereitete Blech können Sie jetzt zu Hause in Ihren Backofen schieben, am besten mit Umluft oder gleichmäßige Hitze von unten und oben, so bei 170 Grad und 20 Minuten. Dann zum Schluss, wenn Sie die Suppe verzehrt haben, können Sie nochmal testen, ob die Haut auch kross ist. Dann können Sie mit der Oberhitze eventuell auch nochmal einen Moment die Haut krossen. Bleiben Sie aber bitte dabei stehen, nicht, dass Sie schwarze Gänse dann haben. Das Anrichten ist gänzlich einfach. Sie nehmen die Beutel einfach aus dem Wasser, schneiden Sie leicht an, können Sie für sich und Ihre Gäste erstmal die Suppe portionieren und die Suppe verzehren und sich schmecken lassen. Dann nehmen Sie den Rotkohl raus. Genauso einfach anzurichten. Nehmen den einfach aus dem Beutel in eine Schale. Die Klöße entnehmen Sie einfach aus dem Wasser. Nehmen diese auch in eine Schale. Dazu haben wir hier Ihnen diese Röselbutter mitgeliefert, die im Idealfall aufgeht. Sie schön lecker über Ihre Klöße machen. Dann haben wir hier die Soße, das gleiche. Und Sian zu Hause. Perfekt. Und jetzt zu der Gans.
Ganz, ganz einfach. Aus dem heißen Ofen nehmen. Wie gesagt, nochmal kontrollieren, ob sie mit der Oberhitze, Donnerwetter, ob sie die Oberhitze richtig eingestellt haben, dass sie schön kross ist, die Gans. Dann können Sie diese hier herausnehmen. Sie haben eine Keule und Sie haben die Brust. Die Keule kann man hier mit dem Messer ganz leicht in dem Gelenk zerschneiden. Und die Brust können Sie vielleicht in zwei oder drei Stücken schneiden und dann hier auf den Teller legen. Zum Dessert haben wir hier die Orangencreme. Ich wünsche Ihnen nun guten Appetit, gutes Gelingen und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.